Hallo Römerli-Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Dabei ein Hänger bei Zachary Afterbush Plus. Wir machen eine neue Challenge. Demon Man klingt cool, oder? Wir nehmen Demon Man. Dr. Fetus. Ach Gottchen. Oh Gott. Okay, aber das ist eine coole Kombination eigentlich. Dr. Fetus lässt uns halt Bomben schießen statt drehen. Unser Space Item gibt uns passiv einmal 5 Bomben. Und, wir können kontrollieren. Nur Pillen? Okay. Nur Pillen und mehr Pillen. Also, mehr Pillen tragen können. Und lässt uns halt zu unserem gewünschten Zeitpunkt unsere Bombe explodieren lassen. Wenn wir das Space Item einsetzen, dann explodiert unsere Bombe. Ganz einfach. Tier ist down. Nein! Oh Gott! Oh Gott! Aber wir haben halt Chance, alles zu finden, ne? Alles. Alles! Und ein Schlüssel, das ist sehr geil. Da ist der super Geheimraum, schöne Sache. Geld! Oh, schön! Oh ja, obwohl das mit Dr. Fetus eigentlich ziemlich schwer ist, kaputt zu machen. Komm schon! Komm schon! Nice! Okay, und wir können halt alles sprengen, ey. Das ist halt, es ist ganz cool eigentlich. Dr. Fetus ist ein schönes Item. Ich bin nur nicht so gut da drin, damit zu spielen. Aber wir versuchen es trotzdem mal. Wir geben uns Mühe. Kann der Geheimraum sein? Der Supergeheimraum? Hoppa! Nein, okay. Da vielleicht irgendwie? Auch nicht. Ich weiß nicht, ob es hier Itemräume gibt. Wie gesagt, die Anzeige könnte rumspacken. Bin mir da immer nicht ganz sicher. Und wenn nein, dann kann ich jedenfalls in den Shop reingehen, wenn wir 20 fucking Münzen und ich verballer mir hier gerade mein Herzchen. Das ist nicht gut. Das nehme ich mit. Da vielleicht? Ah, auch nicht. Okay, der super Geheimraum muss hier hinten sein. Okay, ich kann meine Bomben hier rüberschießen. Das wäre echt dumm gewesen, wenn nicht. Aber der super Geheimraum muss jetzt hier sein. Nicht? Okay, der ist... Der muss da unten sein. Weil da kann nicht sein, weil Steine? Muss er hier irgendwie so... Ups. Ja! Komm, Schlüssel. Gib mir Schlüssel. Ja! Geil. Oh, ah, hier. Bombe. Okay, wir können schon reingehen. Will ich auch gerne machen. Denn... Vielleicht gibt's sowas Schönes. Irgendwie... Irgendwas Schönes, was uns halt... eine gute Kombi machen lässt oder so. Oder keine Flüche mehr oder sowas. Ja, okay, blaue Herzchen. Immerhin etwas. Nehme ich mit. Und was ist für eine Pille? Balls of Steel. Oh, aha. Das war eine weiße Pille, ne? Eine komplett weiße Pille. Oh ja, nice. Oh, geil. Aua. Och, komm schon. Ich unterschätze meinen Explosionsradius. Eindeutig. Okay, wir haben Monstrum. Wir sind aber auch unlucky, dass wir... bei den blauen Steinen echt nur goldene Kisten rausbekommen haben. Ne, einmal glaube ich blaue Herzchen, ne? Ein blaues Herzchen, glaube ich. Okay, Range und Luck up. Range ist gut. Range ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Gehe ich da rein? Ich gehe ins Sack. Obwohl, es könnte sein, dass hier der Geheim... Okay, könnte es nicht sein. Aber dafür haben wir Geld. Ha, brauchen ja keine Bomben, ne? Ha, brauchen ja. Ha, brauchen. Das will ich natürlich machen. Zack, zack, alles kaputt. Oh, Geld! Wir können in den Shop reingehen. Geil. Super Geheimraum oder so. Kann ja auch hier sein, glaube ich. Oder? Nein. Also, vielleicht ja, aber da ist er nicht. Da ist ein Geheimraum, okay. Pillen. Ich bin ja begeistert. Mal sehen. Pupa G und... Explosive Diarrhea! Raus hier! Hier ist der normale Geheimraum, okay, und hier geht's weiter. Das ist nett. Okay, ist da der... lol. Ist da der super Geheimraum? Oder da? Nein, okay. Ich meine, ich würde den super Geheimraum schon ganz gern finden. Jetzt, wo wir halt unendlich Bomben haben. Der ist halt ganz geil, ne? Wäre echt ganz geil. So, aua. Mann. Bombe!
Wieso versuche ich die aufzuheben? Hier ist der super Geheimraum. Schön. Und Pillen. Das ist doch... Das eine ist doch Bolt of Steel, oder? Ja. Okay, IO Wizard funktioniert nicht mit Dr. Fetus. Ziemlich gut eigentlich. Freut mich. Boah, die ganzen Dings, die können wir auch zerstören. Genau. Aber am besten erst, nachdem wir alles geklärt haben, genau. Damit wir alle Spinnen nicht besiegen müssen. Alter, so viel Geld. Wenn wir das Item da jetzt aufheben, ne? Also, nicht das, ich meine das hier. Kriegen wir dann wieder... Ja, wir kriegen wieder Karten. Okay, cool. Durch Spades. Nehmen wir erstmal mit. Jetzt kriegen wir gar keine Pillen mehr, oder? Na, das jetzt so worth war. Hm. Genera. High Priests. Oh. Machen wir es so rum. Ja. Oh, das wird ein langer Part, Leute. Das wird ein langer Part. Jetzt, wo ich alles sprengen kann. Münze. Mitnehmen. So eine kleine Ebene, Alter. Ganz schön kleine Ebene. Naja, okay. Wir besiegen den Boss mit High Priests. Okay, jetzt nicht. Aber er ist geslowed. Aber jetzt! Boom! Tears up, das ist schön. Tears and Shot Speed up. Pentagramm. Ja, Mann. Das ist der Shit, den ich brauche. Okay. Damage up. Das ist schön. Das ist schön. Ach ja. Okay, den besiegen. Wow. Ein rotes Herzchen. Warte, kann hier hinten der Geheimraum sein? Super Geheimraum meine ich. Hier vielleicht der Geheimraum. Ja. Mit Pilzen. Oh, ist das geil. Hier, wo der Raum verschnellert. Hört man gerade. Nice, einsetzen. Dagas. Kein Fluch mehr. Haben wir einen Fluch? Ne, haben wir nicht. Okay, wir warten noch damit einzusetzen. Okay, wir haben übrigens die Broken Stopwatch aufgehoben im Job. Das erste Item, was ich da aufgehoben hatte. Cool. Hm, könnte man auch einsetzen irgendwie. Den Schlüssel will ich haben. Okay, jetzt so am besten springen. Nochmal. Nein! Ich schaff das, Leute. Ich schaff das irgendwann. Irgendwann. Ja. Ja! Easy! Ja, Broken Stopwatch. Ich weiß gar nicht, ob ich das Item schon mal aufgehoben hatte und erklärt hatte. Wenn wir einen Raum betreten, kann es sein, dass der Raum verschnellert oder verlangsamt wird. Eins von beidem. Und hier haben wir einen Shop mit dem Kompass. Den will ich gerne haben. Hier haben wir zum Beispiel den Effekt, dass es verlangsamt wird. Und hier wollen in dem Raum... Oh, 6 Reroll. Alle unsere Items, ne? Willst du den Schlüssel bitte? Danke. Oh, ich mach das mal so. Reroll ich unsere Items? Ich glaube schon. Scheiß mir auf Dr. Fetus. Magician. Wir machen's. Wir haben Monstrous Lunge. Wir behalten. Warte, was? Okay, wir haben Monstrous Lunge. Eipelkeck. Shielded Tears. Rubber Cement. Und Random Monstrous Lunge Effekt. What? Alter! Okay, wir haben geile Items eigentlich. Explosive Diarrhea, okay. Aber wir haben Jera verloren, weil wir unser Item nicht haben, dass wir zwei Karten tragen können. Das war natürlich doof. Das war natürlich unlucky. Das Problem ist jetzt, wir müssen halt warten, bis sich unsere... Oh, lol! Bei Berührung explodieren unsere Tränen sofort. Okay, weil Eipelkeck. Oh Gott. Oh Gott, was habe ich hier angestellt? Aua! Das wird unser Tod sein. Okay. Wir haben halt auch eine beschissene Range, Alter. Beschissenes Shotspeed. Hä? Okay. Auf zum Boss. LOL! Oh mein Gott. Das ist Damage. Oh, hier hat's nichts machen. Können wir nämlich gleich in den Kampfraum reingehen. Oh, wie geil ist das, Alter. Okay. Gib mir das Geld.
Ich will es haben. All das Geld. Die Münze da hinten auch noch. Au, was ist das für eine Explosion? Wir setzen Daggers ein. Ich weiß nicht, ob wir einen Fluch hatten. Nein, jetzt habe ich eine. Oh, jetzt habe ich ein halbes Herzchen aufgehoben. Shit, egal, dann gehen wir halt nicht in den Kampfraum. Oh Gott. Okay. Huh. Heilige Scheiße. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, wow. Hä? Nein, au, 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 au. Au, 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 au. Oh Gott. Range up. Oh, schön. Oh Gott. Ist nicht dein Ernst? Okay. Okay. Woo. Machen wir. Ach komm, ich lasse es vorne drin. Er hat eine geile Kombi. War halt nur doof wegen Alpecac. Alpecac hat uns gerade zerstört. Ja, ich meine, das Damage war geil, ja, aber Alpecac hat uns halt. Es war halt scheiße. Es war nicht gut, Alpecac zu haben. Wir haben kein X-Erlebende, nein. Aua. Das war dumm. Ha. Okay. Wheel of Fortune. So hier. Einfach Pelz. Werp. Wheel of Fortune. Einfach Pelz. Okay, das nehme ich mit. Okay, so. Dann legen wir jetzt einen kleinen Speedrun hin. Ich habe die Vase gesehen, aber ich scheiß drauf. Scheiß auf die Vase, ach. Wer braucht schon die Vase? Und ich brauche keine Geheimräume oder so. Ich brauche gar nichts. Obwohl, ein bisschen vielleicht. Wenn hier schon so viele Vasen im Raum sind. Den spreng ich. Und hier dran spiele ich ein bisschen. Range down, nein! So, das reicht. Mehr will ich nicht. Schön, wir haben ein bisschen Geld. Das ist nett. Hallo, Widow! Okay. Three hit! Three hit. HP und Luck up ist okay. Ist okay. Ist okay. Oh Gott. Das ist ein gemeiner Raum. Ich hasse Spinnen. Vor allem mit Dr. Fetus. Geheimraum? Irgendwo? Nein, okay. Lol, wir hatten ja kein blaues Herzchen. Stimmt. Oh, ich habe meine Devil-Deal-Chance gerade verringert. Scheiße. Hopp. Hopp. Nice, wir können hier reingehen. Komm noch mal ein bisschen. Aua. Ich bin aber auch doof, Alter. Na egal, ich darf halt nur beim Boss nicht getroffen werden. Sonst ist alles fresh und ich will in den Shop reingehen, aber dafür brauchen wir einen Schlüssel. Shit. Gut, dass wir uns hier einfach durchsprengen können. Dein Ernst? Das hat mich getroffen. Ist das dein Ernte? Das kann doch nicht wahr sein. Okay. Hier ist der Shop, aber ich brauche immer noch einen Schlüssel. Obwohl, der Geheimraum könnte da sein. Oh, noch ein Dime, Alter. Oh, geil. Okay. Ah. Hopp. Okay, oh, ich liebe Dr. Fetus. Manchmal. Es ist halt schön strong, wisst ihr? Wir machen Damage halt. Das ist das Gute. Aber ich nehme es halt eher ungern mit, weil ich selten damit spielen kann. Und ohne diese Kombi, dass ich meine Bomben explodieren lassen kann, bin ich halt übel bad damit. Okay, meine... Okay, doch, wir können es damit. Okay. Oh Gott. So, hier. Jara. Daggers einsetzen. Haarglas, Haarglas, Haarglas. Dein Ernst, wir nehmen Jara mit. Haarglas, wer braucht denn Haarglas? Hey, Monstro. Hey, Monstro. Hey, Monstro. Bye, Monstro. Und Devil Deal? Okay, kein Devil Deal. Aber Speed und Shot Speed ab. Speed und Shot Speed. Shot Speed. Geil, Shot Speed. Oh, Moms Herz könnte echt ätzend werden zu besiegen. Oh, ich will ihn in den Shop, Mann. Herzchen brauche ich nicht. Ha. Es war klar, dass hier der Geheimraum ist. An solchen Orten ist er irgendwie immer.
Wenn so ein Raum da ist, dann ist irgendwie der Geheimraum eigentlich fast immer da. Habe ich das Gefühl. Das Trinket nehme ich gern mit. Was ist es? Ja, Speeddown. Dein Ernst. Dein Ernst. Oh Gott. Oh Gott. So viele Pilze. Ich muss die Pilze sprengen. Ich muss die einfach sprengen. Es ist sowas wie... Weiß ich nicht. So ein Gefühl in mir. Ich muss die einfach sprengen. Danke fürs Full-Heilen. Spiel. Oh Gott. Gott. Und Schlüssel. Danke. Hätte ich gerran können, ne? Das ist ein nettes Item. More Options. Und einmal rerollen. Oh, Kompass, nice. Nehme ich auch gern mit. Blaues Herzchen nehme ich gern mit. Kommt noch irgendwo blaue Herzchen oder so. Ein schönes Item im Angebot. Oh, ich will die Spider-Mod. Wenn wir noch genug Geld bekommen, aber ich glaube nicht. Okay. Oh Gott. Ich nehme das mit. Tears ab und ein schwarzes Herzchen. Und das sind an sich gar nicht mal so bad Items, ne? Außer das hier eigentlich. Weil die Animation übel absackt, aber okay. Ja, ein bisschen Damage und schwarze Herzchen bekommen. Und das andere Item, was wir aufgehoben haben, dieser Dolch da. Der, wenn wir getroffen werden, kommt halt so eine übel nervige Animation und alle Gegner sind gecharmt. Oder auch nicht, weil unser schwarzes Herzchen diese Animation überdeckt hat. Oder seit Afterbirth Plus ist es anders, ich weiß es nicht. Kann natürlich auch sein. Okay. Wir haben leider Curse of the Lost. Aber gut, oh, die Kiste hole ich mir jetzt nicht mehr. Die aber. Mit einer Bombe, toll. Wir brauchen keine Bomben. Okay, die Animation kommt doch, okay. Diese Animation ist nach einer Zeit halt einfach echt nervig. Okay. Was haben wir hier? Einen doppelten Raum, okay, einen großen Raum. Okay. Zack. Geheimraum? Ja, Geheimraum. Ich glaube, Strengths nehme ich mit. Wir haben keinen Schlüssel. Schade. Jetzt hätte ich mir den Sack da holen können. Luck up bekommen. Immerhin. Luck up ist gar nicht mal schlimm. Strengths nehme ich mit. Auf jeden Fall. Strengths ist super. Ich habe immer noch keinen Schlüssel. Shit. Aber hier ist der Boss. Okay. Gehen wir halt in den Boss. In den Boss. Oh, Gott. Komm schon. Ich nehme Shotspeed ab. Mit. Und wir bekommen eine Karte mit Empress. Ich nehme lieber Strengths mit, muss ich ja sagen. Es gibt uns noch ein rotes Herzchen. Womit wir im Devil Deal vielleicht zuschlagen könnten. Schon wieder Curse of the Lost. Ist das dein Ernst? Okay, wir merken uns, wir gehen nach links. Zack, nice. Und wir gehen links runter. Genau, okay. Hanged Man. Ist auch nett. Okay. Wir gehen nochmal weiter nach links. Da ist ein Zacki-Zacki-Raum. Mehr nicht, okay. Ich glaube, ich gehe da rein. Wir haben ganz gute Herzen. Und es war ein Fehler. Au. Das ist ein großer Fehler. Weil dadurch sprenge ich mich selber. Aber es kann sein, dass hier Hierophant drin ist. Schön. Und noch ein schwarzes Herzchen. Okay. Nein, erst das schwarze Herzchen. Dann das blaue. Weil so verlieren wir ein halbes blaues und kein halbes schwarzes Herzchen. Wisst ihr? Ihr wisst, was ich meine. So, da war nichts mehr außer Hanged Man, genau. Das heißt, wir gehen jetzt runter. Zack, hier ist der Geheimraum. Das ist ein nettes Item. Das ist Damage Up, ne? Ich glaube, pure Damage Up. Ja, Damage Up. 1-0, wow. Macht ein bisschen Speed Down, wie es aussieht. Okay. Aber ein bisschen Shot... Nee, Range Up. Die Karte können wir nicht haben, aber wir können das Feuer sprengen. In der Hoffnung, dass da blaue Herzchen rauskommt. Schön. Ich glaube, ich habe die Orientierung verloren. Wow.
Ich dachte, alle Dings gehen runter. Alle Stacheln, aber okay. iPhone-Pilz. Yeah. Da ist ein blauer Stein. Oh Gott. Zack. Schwarzmarkt. Nett. Mit, ach ja, das Rotten Baby ist nett. Ist ein schönes Item, nehme ich immer wieder gerne mit. Die Fliegen sind halt so gut. Die Fliegen sind echt strong. Wieso haben wir 3 rote Herzchen? Ach, der Mushroom macht noch HP ab, ne? Stimmt. Ach so, wir können nichts mitnehmen. Stimmt, okay. So, Münze. Weg. Weg. Halbes rotes Herzchen, komm. Dich brauchen wir nicht. Oh, lol. Ich dachte, die Kugel ist kaputt gegangen. Weil ich irgendwas hier zerstört hören habe. Ja, war das ein richtiges Deutsch? Zerstört hören habe. Irgendwas ist da kaputt gegangen. Das habe ich gehört. Ah, oh, Mann. Okay, den haben wir. Und den haben wir auch. Wir nehmen Range Up natürlich. Und an dem spielen wir. An den spielen wir, glaube ich, allen. Oder? Ja, jetzt kommt halt die ganze Zeit diese Animation, ey. Das ist halt nervig. Das ist schön. Zack, zack, zack. Okay, komm. Ist okay, dass wir hier gerade Damage kriegen. Ist okay. Okay, wenn ich besser spielen würde, dann würde das nicht hier so dumm sein. Würde ich hier nicht so dumm Damage kriegen. Aber okay. Die haben Dagas. Kannst du mal irgendwas Gutes droppen, Alter? Danke. Okay, das ist nicht gut. Das nehme ich mit. Wir haben nur Strength Card, Top Diamonds. Wir haben das Bottle of Pills. Was haben wir? Gelb. 3 iPhone Pills, genau. Ja, ich nehme die Doppel-Item-Räume mit und Dagas. Ist okay. Da war ein blaues Herzchen. Warum habe ich das nicht aufgehoben gehabt? Hä? Okay. Da ist ein Special-Raum. Den hole ich mir. Stimmt, wir haben den Kompass. Den konnte ich auf den beiden Ebenen gar nicht einsetzen, denn wir hatten nicht mal die Chance, irgendwas zu sehen, weil Curse of the Lost. Okay. Das nehme ich mit. Und wir können in den Shop reingehen. Wenn er jetzt... Aber ich glaube, der ist gerade nicht auf dem Weg, wo wir lang rennen, ne? Ich glaube nicht. Okay. Komm. Nice. Auf die ganzen Totenköpfe sprengen. Dafür, genau. Hier ist ein Miniboss. Oh Leute, ich werde in den eingesogen. Aber so heftig, Alter. Hey. Na? Au. Okay, ich sollte aufpassen. Ich glaube, ich setze gleich Dagas ein. Ich nehme Left Hand mit. Ich setze Dagas ein. Ich glaube, rote Kisten, da wäre ich fast gegen gerannt, sind ein bisschen besser. Weil da können Guppy-Items drin sein und blaue Herzchen, ganz viele blaue Herzchen. Okay. Zack. Unten geht's wahrscheinlich zum Boss, aber ich will halt Shop abchecken. Bap. Bap. Black Candle. Das ist ein schönes Item. Und, okay. Wir haben eine 40%ige Devil Deal Chance. 2 blaue Herzchen. Ach ja, das ist schön. Bup. Ein rotes Herz nehme ich auch noch mit. Man kann ja nie wissen, was passiert, ne? Cursed Eye. Bringt das was mit Dr. Fetus? Nein, okay, gut. Nö. Und ein Guppy-Item, genau. Cursed Eye und Guppy-Item, okay. Das ist ein Blaustein. Mit einer roten Kiste. Aua. Bam. Bam. Bam.
könnten den Boss Rush gucken. Ah, ich glaube nicht, dass ich den machen werde. Oh Gott, er schießt schräg. Sieht man das irgendwie, wann er schräg schießt und wann nicht? Was ich will. Nee. Obwohl, die Schere ist halt echt ganz geil, ne? Oh, lol! Oh Gott, der Devil bleibt ja gar nicht offen. Shit, okay. Egal, wir haben Krampus-Head. Das ist OP. Okay, wir gehen runter. Ah, wir können halt unsere Bomben nicht mehr explodieren lassen, ne? Das ist halt ein bisschen doof. Aber okay, Devil Deal. Guppy-Item Nummer 2. Nehme ich mit. Das Book of Belial, jetzt nicht. Guppy-Item 3? Nein, okay. Aber wir haben einmal Gölb und einmal Wein vom Pilz. Weil ich dachte, das war Wölb. 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 Oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Ach komm. Ach komm. Zeig dich. Zeig dich jetzt. Danke. Ist das dein Ernst? Ich hatte von Sachen getroffen. Ey, das ist ja unglaublich. So, hier. Infested. Okay. Zack. Oh Gott, die Pilze halten so viel aus, ne? So viel haben wir im blauen Stein, ne? Zack, okay. Balls of Steel. Geil. Schaffen wir es noch bis zum Boss Krampus Head aufzuladen? Nein. Wir müssen noch einen Raum extra clearen, okay. Zack. Zack. Ey, was? Au. Ach komm, ich war voll nicht drauf vorbereitet. Nehme ich mit. Hier ist nicht der Supergeheim. Oh, da kann der Supergeheimraum sein. Ja. Okay. Ich habe das Item gerade mit Pyromaniac verwechselt. Schade. Oh, das wäre cool gewesen. Der Hermit brauchen wir nicht. Ich nehme das mit. Und... Ach man, dein Ernst? Muss das der Gegner sein? Muss das der Gegner sein? Dann noch dieses Kackvieh hier. Oh komm, zeig mir deinen Schwanz. Dein Schwanz, nicht dein Geil. Es geht nicht. Oh Gott. Ich treffe ihn nicht. Ich treffe ihn nicht. Juhu! Ich hab Schaden gemacht. Okay, hab ich nicht. Komm schon! Sei nett! Digga, ist das dein Ernst? Oh! Dieser Boss hasst mich, ey. Dieser Boss hasst mich. So hart. Ist das dein Ernst jetzt? Oh, ich hatte noch nie so einen ätzenden Bosskampf. Gegen den Typen. Man kann ihn halt nur an seinem Schwanz verletzen, wisst ihr? Und das ist halt das Problem. Okay, Damage und Speed Up. Ach, hier waren wir schon drin, genau. Gehen wir weiter. Mal ums Herz können wir jedenfalls mit High Priests und... Yeah. Name. Krampus Head besiegen. Hier ist locker der Geheimraum, oder? Nein, ist er nicht. Kann er gar nicht sein, weil wir da gerade 50.000 Mal gesprengt haben. Oh Gott, wuh! Hey Miniboss, okay. Hey du, du bist nervig. Nervig. Okay, der Boss ist wahrscheinlich oben lang. Hier lang. Wahrscheinlich. Muss das sein, ey. Dann noch solche Gegner, ey. Dann auch noch solche Gegner. Ach komm schon. Danke. Oh, sowas ist anstrengend mit Dr. Fetus. Aber übel. Oh Gott, man kann halt mit Dr. Fetus nicht häufig schießen, wisst ihr? Wie ihr gerade gesehen habt, ist das... Ach, dein Ernst? Als ob ich gegen den Gegen gelaufen bin, was? Devil Deal! Kapi! Zack. Einsetzen.
Zack. Zack. Zack, genau. Und was haben wir hier? Okay. Oh, wieso habe ich das Item mitgenommen? Wir sind Guppy. Das ist schön. Oh Gott, wir können immer noch nicht durch Steine schießen. Nein, Maxi, kannst du nicht. Okay, Spinnies. Muss das sein? Muss das sein? Was? Cool, ich habe einen Geheimraum gefunden. Das ist nett. Oh Gott. Okay. So, hier. Blaues Herzchen, okay. Ist auch okay. Ist auch okay. Und jetzt geht's auf zum Boss. Oh Gott. Ich hoffe, das stört euch nicht, dass der Part jetzt ein bisschen länger wird, dadurch, dass ich das vorher drin gehabt habe. Oder drin gelassen habe. Ach, ich kann ja fliegen. Aber es war eine coole Kombi, Alter. Es war echt eine coole Kombi. Ich muss die einfach drin lassen. Also abgesehen, so, wir bräuchten halt dazu noch Pyro, hätten dazu noch Pyromaniac gebraucht. Dann wäre es natürlich richtig geil gewesen. Hey! Hey, boom. Was? Ach doch, okay. Und Challenge geschafft. Was schalten wir frei? Chaos. Oh! Ah! Oh! Das ist eine Karte, die one-hittet alles. Hush, one-hit. Mega Satan, one-hit. Also je nachdem welche Form. Also entweder die erste oder zweite Form. Isaac, Blue Baby, Satan, alles one-hit. Das ist geil. Wenn man die findet, kann man einfach zu Hush gehen. Man kann auch Hush mit einem Wurf besiegen. Also die, das Baby, was vor ihm ist, und danach Hush. Man muss halt nur in dieser geraden Linie werfen. Naja. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.